Apfel! Keine Äpfel da? Na schön. Tür auf! Luftsurfer! Bist du da drin? Stefanie! Oh, Stefanie, wo bist du denn? Huch, ach Gottchen, wo bist du denn? Oh, ach Gottchen, jetzt hast du mich aber erschreckt, du Gänschen. Ja. Oh, was schreibst du denn da? Oh, ich schreibe über all die Lieder, die wir in Lazytown singen, weißt du? Ach ja, wir sind hier schon sehr musikalisch, nicht wahr? Bing, bang, dingel, dingel, du. Bing, bang, dingel, dingel, du. Ich würde gern wissen, was dein Lieblingslied ist. Mein Lieblingslied? Also mir hat immer das eine Lied gefallen, das du gesungen hast, über Zusammenarbeit im Team. Tja, wie hieß dieses Lied nochmal? Du meinst Teamwork. Ah, so heißt es. Äste am Baum, Bläschen im Schaum. Oh, weißt du was? Ich habe eine Idee. Frag doch einfach alle hier in Lazytown, was ihr Lieblingslied ist. Oh, klasse, Onkel. Das ist eine tolle Idee. Oh. Danke. Huch, ich frag mich, was da wohl herauskommt. Was? Hier gibt's Eis? Oh, ist das echt? Kann man das essen? Wie krieg ich das bloß da runter? Hey, Siggi. Oh, oh,
ich was fragen? Hast du denn hier in Lazytown irgendein Lieblingslied? Jetzt weiß ich's! Das eine über den Kuchen mit der Glasur und dem Zuckerguss! Und das ging doch irgendwie so, sich den Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Zuckersüße Torte, ein Anblick, den ich mag. Mir fehlen glatt die Worte bei so viel auf einen Schlag. Die Zutaten geb ich hinein, der Rest bleibt dann für mich. Es muss ja nicht zu viel drin sein, im Teig verteilt es sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mir den Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bringt doch mal die Backanleitung her. In der Küche zuzupacken ist abenteuerlich. Und so ist auch das Backen eine Wissenschaft für sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bringt doch mal die Backanleitung her. Es waren noch Zeiten. Ja. Hey, Siggi! Sag mal, die anderen Kinder haben doch sicher auch Lieblingslieder. Na klar, ich geh gleich los und frag Trixie. Und ich frag Pixel. Okay, okay, beeil dich! Wieso fragen die nicht mich, was mein Lieblingslied ist? Ich bin so musikalisch wie die anderen auch. Was? Nein, heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. So sieht's aus, nicht mein Tag. Pixel! Stephanie, Videosystem ist online. Ups, das muss ich einstellen. Da ist sie ja. Stephanie, hi! Hi! Wir fragen alle Kinder hier in Lazytown nach ihren Lieblingsliedern. Bei mir ist das einfach. Ich hab's sogar auf meinem Computer. Ich dreh mal voll auf. Mir geht's gut, bewege ich mich. Bing, bang, bang, ich bin fit bis ins Mark. Spring hoch, dann regst du dich. Fühlst du dich groß und stark. Ist doch egal. Wenn dieser Balk findet, das wäre das beste Lied. Ich nicht. Ich nicht. Und ganz bestimmt werde ich... Endlich die letzte Karte. Trixie, 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 Trixie! Das war knapp. Fast schon ein bisschen zu knapp. Ja. Hey, Siggi, was wird denn das? Mach das nicht! Nein! Bitte nicht! Oh, ein ganzer Tag Arbeit, futsch! Oh.
Ich und Stefanie, wir wollten dich fragen, ob du in Lazytown ein Lieblingslied hast. Ein Lieblingslied? Mhm. Na klar, hab ich ein Lieblingslied. Und welches? Es ist voller Abenteuer. Oh, ja? Und auch Spannung. Mhm. Und auch ein wenig Gefahr. Das hört sich gar nicht gut an. Ja? Es ist ein Lied, das schleicht sich langsam an dich an. Und dann macht's Buh! Etwas scheint sich dort zu regen. Ist hier irgendwer zugegen? Sollte sich da was bewegen und sich auf dein Kissen legen? Psst! Du willst nicht ahnen, doch du weißt mehr. Gespenster kommen ziemlich dreist her. Wenn Teddy schläft, die Max heißt er. Nachts wird zu einem Geist er. Ah, ja, los, Sportacus! Schu, 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 schu. Hey! Ich frag meinen Sportacus, was sein Lieblingslied ist. Ja! Und ich frag, Meini! Ja, genau, ja! Oh, okay, ja, wir sehen uns! Meini! Hey, Meini, hey, Meini, hey, Meini, hey! Hey! Nimm deine klebrigen Klebrigkeiten von meinem Auto weg! Was machst du denn hier überhaupt? Tja, also ich und Stefanie, wir wollten dich fragen, ob du in Lazytown ein Lieblingslied hast. Das schreibt sie dann nämlich in ihr Tagebuch. Oh, tja, mal überlegen. Ja, denk nach. Schneller, 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 schneller. Welches ist es? Es ist meins. Hä? Mein Lied. Und welches ist das? Es ist meins. Das weiß ich doch, aber welches? Meins! Das Lied? Ja, genau! Es ist deins? Ja! Nein, es ist meins! Oh, ich kapier das nicht. Mein Lieblingslied heißt, dass es ist meins Lied! Das! Ziggy! Alles hier ist meins. Das Schild am Zaun hier ist meins. Der Luftballon, auch dies Chanson. All das ist meins, meins, meins. Siggis Zeug ist meins. Das Lied der Vögel ist meins. Die Straße hier, die Schuhe von dir. Doch, doch, das alles ist meins. All das gehört nur mir. Sehen und staunen dürft ihr. Jedes Dinglein hier. Ich beschütze es, denn ich besitze es. Ja, alles, das ist meins. Und dieses Instrumentalsolo ist auch meins. Hm. Auch Boden und Decke sind meins. Was ihr fühlt, das ist meins. Genauso ist es und ihr alle wisst es. Ja, alles hier ist meins. Ich sag's nochmal, es ist meins. Ah.
ich hab Post. Die Kinder wollen mich sehen. Was die wohl wieder wollen? Stephanie, ich habe deinen Brief erhalten. Was liegt an? Nun ja, die Kinder und ich wollten dich fragen, was in Lazytown dein Lieblingslied ist. Ich finde alle Lieder schön, die wir hier singen. Aber ein Lied gibt es schon, das mir wirklich sehr gut gefällt. Oh, gib mir einen Tipp und dann rate ich. In dem Lied macht man was 20 Mal nach links und 20 Mal nach rechts. Putz deine Zähne, das 20-Mal-Lied. Errat! Losgelegt. Ja. Weißt du was? Eigentlich sollte ich noch jemanden nach seinen Lieblingsliedern fragen. Na bitte, es wird auch Zeit. Ja. Weißt du, Santa habe ich vergessen. Nein, falsch. Was ist mit mir? Wen du vergessen hast, bin ich. Hallo, ja? Wieso fragst du sie nicht einfach? Ja, das ist eine klasse Idee. Bis später. Alles klar, Stephanie. Viel Glück. Sie haben doch sicher ein Lieblingslied, oder? Oh ja, selbstverständlich habe ich das. Ich habe es einst für deinen gut aussehenden Onkel gesungen. Ah ja. Klug und schlau, keiner kennt ihn genau. Er ist ein geheimer Held. Mit Sprechfunk im Schuh, ein Spion hat nie Ruhe. Er ist ein geheimer Held. Gleich setzt du ihn schachmatt. Merkst du, dass er längst gewonnen hat? Peng, Peng, er ist nicht zu fassen. Peng, Peng, der Meister aller Klassen. Alles sieht er, keine Miene verzieht er. Er bleibt Peng, Peng, ganz gelassen. Tricks, ohne die läuft fast nix, das weiß ich. Ein geheimer Held. Retter der Welt, für Frauen ein Held, das ist ein Geheimagent. Dazu stopp! Das war's jetzt. Hab ich nicht
deine wundervolle Stimme. Oh ja, richtig toll. Danke, zu freundlich. So eine Bande von egoistischen Kleinstadt-Trotteln. Alle denken sie nur an sich selbst. Und keiner denkt mal an mich. Es gibt so viele tolle Lieder in Lazytown. Hey, Freddy. Freddy? Nein, hier ist niemand. Ach, lass doch den Quatsch. Hör mal, ich wollte dich fragen, welches Lied du in Lazytown wirklich gerne hörst. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Es ist zu spät. Oh, bitte. Nun ja, da wäre ein Lied. Ein Piratenlied. Ja, hört, Tiddly-Dei. Riesigen Spaß macht die Seeräuberei. Tut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei. Ihr seid Piraten. Und du ein Pirapagei. Ja. Wir haben den Plan. Er wird uns zu der Truhe führen. Los, wo sie auch steckt. Bestimmt sind wir bald da. Wir graben sie aus. Ich kann schon fast die Beute spüren. Wir öffnen das Schloss und rufen laut Hurra. Hoch auf dem Mast wird die Flagge gehisst! Ihr seid Piraten! Wir segeln weit weg! Das Abenteuer reizt uns sehr! So fahren wir übers Meer! Und rennen übers Deck! Rau ist unsere Art! Und gehen wir irgendwo vor Anker, bleiben wir nicht lang! Und weiter geht die Fahrt! Was? Land ahoi! Ja, halt, viele die bei. Riesigen Spaß macht die Seeräuberei. Gut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei. Wir seid Piraten. Yo, ho, Blase der Wind, immer euch vor sich her. Oben der Himmel und unten das Meer. Ihr seid Piraten. Ihr seid Piraten. Oh, Stephanie. Ja? Wie war's denn? Oh, Spitze, alle Lieder waren toll. Das höre ich gern. Aber es gibt ein Lied, das wirklich alle klasse finden. Oh, welches denn? Bing, bang, digi, digi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Dieses Gehüpfe kann doch wirklich jeder. Zeit zum Aufstehen. Stephanie ist neu im Ort,
an Sigis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town. Dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town. In Lazy Town ist immer was los. Verwirrte Füße. Stefanie, wieso bist du nicht draußen und spielst was? Naja, Meini hat zwar einen neuen Fußball, aber er rückt ihn nicht raus. Meins! Pixel spielt zwar Fußball, aber bloß auf seinem doofen Computer. Wow, wo kommt der her? Okay, den krieg ich! Und Siggi, der hat sich nach dem Frühstück hingelegt, damit er Hunger auf das Mittagessen kriegt. Was? Niemand ist draußen und spielt? Ach, das ist ja fürchterlich. Ha, aber ich weiß jemanden, der uns helfen kann. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Ach ja, gleich geht's los, ja. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann auf Spartacus. Hilfe dringend gebraucht, der Bürgermeister. Das muss wohl wichtig sein. Ich bin schon unterwegs. Herr Bürgermeister, wo liegt das Problem? Naja. Flut? Nein. Feuer? Auch nicht. Gewitter? Nein. Hagelsturm? Nein, das Problem ist, dass niemand rausgehen will, um zu spielen. Was? Das ist wirklich furchtbar. Sie haben recht. Da ist tatsächlich niemand. Wissen Sie noch, wie Sie letztes Jahr allen gezeigt haben, wie man Baseball spielt und wie alle dann ganz scharf auf Home Runs waren? Hm? Tja, und für dieses Jahr hatte ich mir gedacht, wie wäre es denn vielleicht mal mit Fußball? Ja. Ja, wissen Sie, Stefanie liebt Fußball. Nun ja, einen coolen Trick hätte ich drauf. Oh, wunderbar. Ach, ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Hm. Kommen Sie mit. Oh. Hier entlang, Sportakus. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Tja, hiermit bestimme ich, dass der sportakuläre Spektakeltag in Lazy Town heute ist. Tada! Ich muss los und meinen Trick trainieren. Ich will doch Stefanie nicht enttäuschen. Und auch sonst keinen. Wenn nur nicht dieser nichtsnutzige, warmherzige, nette Gesundheitsfreak wäre, dann wären die Leute in Lazy Town genauso faul wie früher auch. Oh. S-P-O-R Spor? Das heißt Spor? Nö, das heißt Sportakel. Ack, Lack, Portal, Porös, Spack, sportakuläres Spektakel. Oh, der Tag ist das. Oh, na, das war mein Lieblingstag, bevor dieser Sportlerdödel in unsere Stadt gekommen ist. Damals gab es noch Kuchenesswettbewerbe und Tauchvorführungen in Schokoladensirup. Das waren noch Zeiten. Ach, aber was soll's, egal. Denn schon sehr bald ist der Held dieser Stadt vollkommen platt. Und das dank meiner neuen, unglaublich genialen Erfindung. Der fiese Füße Verwirrumat 6000 da. Oh, wunderschön bist du. Frucht meines genialen Geistes. Hippidi-hopp, hippidi-hopp, für Sportakus wird das ein Flop. Oh. Thank you.
Und nun zu meiner Lieblingsübung. Tricksen, Tarnen und Täuschen. Ab geht's! Zu öde. Zu blöde. Zu spröde. Zu schön, um wahr zu sein. Perfekt. Ist es bald soweit? Ist es bald soweit? Oh, wie spät ist es denn jetzt? 10 Sekunden später als das letzte Mal, als du gefragt hast. Entschuldigung. Ich kann's bloß kaum erwarten, bis Spartacus uns seinen tollen neuen Trick zeigt. Ist es bald soweit? Nein. Wie ist denn das? Zeigt Spartacus euch jedes Jahr einen neuen spektakulären Trick? Genau, und zwar am spektakulären Spektakeltag. Ja, letztes Jahr hat er diese abgefahrene Nummer gezeigt. Das ging nur wow, wow, wow. Oh. Nur, dass er auf den Füßen gelandet ist. Hm? Oh, der Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie Ich schalte um auf Fernsehen. Der spektakuläre Spektakeltag beginnt. Spartacus wird uns einen unglaublichen Fußballtrick vorführen. Ah, bedeutet das? Es ist soweit. Cool. Wow, wow. Gut, noch einmal. Ich bin bereit. Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Fred Vertreter, Handelsreisender. Entschuldigen Sie, aber ich hab's eilig. Oh, kennen Sie das, wenn Sie feststellen, oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmodder? Na, kennen Sie das? Nein, das kenne ich nicht. Und, kennen Sie das jetzt, dass Sie feststellen, oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmodder? Hey, ich hab's wirklich eilig, ganz im Ernst. Verstanden, aber zuerst will ich Ihnen Ihre Schuhe putzen. Mit meinem Schuhreiniger 6000. Die Schuhe, bitte. Aha. So und tschüss sagen die richtigen Schuhe. Und hallo, sagen die Trickschuhe. Hier sind sie wieder wie neu. Danke. Und viel Glück. Das hat er auch nötig. Auf Wiedersehen, Schuhe. Auf Wiedersehen, Spartacus. Spartacus! Hi, Stephanie. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Alle reden nur noch über den super Trick, den du uns nachher vorführst. Mann, ist das spannend. Oh ja. Ist er bereit? Und, nervös? Ja, ein kleines bisschen. Weißt du, manchmal, wenn man sich was vorgenommen hat und es richtig gut machen möchte, dann hat man diese Schmetterlinge im Bauch. Ach, das wird sicher ganz klasse. Vielen Dank, Stephanie. Ich werde dich nicht enttäuschen. Tippel nicht so rum. Herzlich willkommen zu unserem spektakulären Spektakeltag. Und bitte begrüßen Sie mit mir den großen Helden unserer Stadt. Spartacus! Ja, Spartacus! Welchen tollen Trick zeigst du uns mit dem Fußball, Spartacus? Einen schnellen Salto mit Schuss. Oh, toll! Ein
Nein! Schneller Salto mit Schuss! Pixel, wir bräuchten rhythmische Untermalung. Okay. Yeah! Gute Güte! Yeah! Oh. Nein, nicht diese Art von rhythmischer Untermalung. Nein? Ein Trommelwirbel, bitte, ja? Ah, ja, klar. Viel besser. Stimmt. Oh, ich kann es kaum noch erwarten. Oh, jetzt geht's los. Okay. Nun bemerkenswerte Beinarbeit. Oh je. Was war das? Was war denn das? Oh nein. Was hat der Stefanie? Entschuldigung, Herr Bürgermeister, meine Füße spielen verrückt. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Spartakus. Halt! Was hat er nur? Sagt mal, gehört das auch zu dem Trick? Nein, auf keinen Fall. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Glaube ich auch. Ja. Wieso sitzen wir da noch hier? Los, wir müssen ihm helfen. Ja. Viel Glück, Kinder. Den Blödmann habe ich endgültig erledigt. Aber nun braucht diese Stadt eigentlich einen neuen Superhelden. Vielleicht gehört das ja zu seinem Trick. Oh, ja. Vielleicht. Bleib! Halt! Spartakus, was ist denn? Ich hab meine Füße nicht mehr unter Kontrolle. Oh, du musst das also. Es gibt immer eine Lösung, Spartakus. Ja. Jetzt weiß ich's. Versuch das mal. Was könnte ich denn sonst noch tun? Ich weiß was. Wieso gehst du nicht einfach auf den Händen? Das ist es.
schon unterwegs. Herr Bürgermeister, Ihr neuer Held steht vor Ihnen, Lazykuss. Was? Freddy Faulich? Aber Sie sind doch kein Held. Wieso nicht? Ich hab doch einen flotten Anzug an mit einem L auf der Brust und ein Tischtuch umhängen. Ein Cape natürlich. Naja, gut, okay. Es ist nicht wirklich ein Cape, aber es sieht doch eigentlich fast genauso gut aus. Na, was sagen Sie? Ich weiß nicht. Spartacus könnte ja immer noch zurückkommen. Spartacus? Ach, Sie meinen diesen trottligen Hampelmann, der so durch die Gegend läuft. Der ist kein Held, schon längst nicht mehr. Immerhin hat er vorhin doch böse versagt, stimmt's? Oder hab ich recht? Tja, es tut mir leid, Lazarus, aber ich... Das heißt Lazykuss! Also, was muss ich tun, um ein Superheld zu werden? Nun ja, zeigen Sie uns doch einfach einen Trick für den spektakulären Spektakeltag. Spartacus hat das auch stets getan. Na schön, kein Problem. Abstand halten! Ja. Tada! Danke, Sie sind wundervoll. Ich bedanke mich herzlich. Tja, und das war schon alles? So ein halber Spagat? Na ja, gut, ich hab's nicht ganz geschafft, aber dafür war's wenigstens stilistisch großartig. Ganz abgesehen davon ist Spartacus weg. Und ich bin Ihr einziger Kandidat. Und hiermit erkläre ich mich selbst zum... Halt! Spartacus kann auf seinen Händen gehen. Hä? Hier! Ja, er kann das. Hier ist er, seht her! Toll, hä? Super, Spartacus. Er ist klasse. Ja. Mein Superheld. So was? Das ist ja unglaublich. Er ist der Beste. Und was nun? Zurück in den Zirkus. Wir sind beschäftigt. Was denn? Aber auf den Händen gehen ist doch sensationell. Ja. Kann das nicht Spartacus' Trick für den spektakulären Spektakeltag sein? Ja. Ja. Aha. Hä? Nun, es sieht zumindest äußerst spektakulär aus. Spartacus, wieso zeigst du uns eigentlich nicht mal deinen tollen Trick? Ja, zeig ihn! Okay. Hier ist was oberfaulig. Ein Füße-Verwirrung-Mat 6000, cool. Aber ein fieser Trick. Oh, oh. Und nun verschwinde und lass den wahren Helden zeigen, was er kann. Was ist nun los? Er ist auf dem Bein. Ich kann wieder richtig stehen. Aber wo sind meine Schuhe? Ja, hier sind sie! Hier sind sie! Nun mach schon los, zieh sie an! Halt, warte! Spartacus, zieh sie nicht an! Ja. Freddy, zieh du doch mal diese Schuhe an. Was? Wieso ich? Nein, danke. Los, mach schon. Ah, nun komm schon, Freddy. Oder hast du etwa Angst? Was? Angst? Ich? Ja. Er zieht sie an. Oh, oh. Diese Schuhe sind doch völlig in Ordnung. Wiedersehen, Freddy. Freddy, pass auf! So, okay.
Das sind bestimmt Spartakus richtige Schuhe. Hey, meine Schuhe. So, fast wie neu. Ja. Also das nenne ich spektakulär. Wow, danke schön. Hüsi. Danke. Bereit? Da fliegt er. Das ist toll. Das ist fantastisch. Wunderbar. Also, das war echt ein spektakulärer Trick. Klasse. Danke sehr, Stefanie. Ja. Ja. Wirklich spektakulär. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze. Ich zeig's dir, fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doing, doing, auf und ab, drehen uns um und klatschen in die Hände, Hände. Boing, boing, kreuz und quer, das macht Spaß, wir toben hin und her. Oh, eins, zwei, kommt herbei, dreht euch um, wir klatschen in die Hände, Hände. Frisch und minzig. Kommt mit nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Spartakus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Siggis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town, dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town, in Lazy Town ist immer was los. Der Zahnbürstengeburtstag. Meine. Und die hier ist auch meine. Ja, die sind alle meine. Und 15 nach links. So. Bürste aktiviert. Programm beendet. Aktiviere Lächeln. Gut geputzt, ist halb gewonnen. Mein Lächeln. Ja, das ist meins. Siggi, wach auf, du hast heute Geburtstag. Ja. Bis später. Was für ein netter kleiner Junge. Ist was Süßes. Ah, ich liebe den Geschmack von Toffees am Morgen. Das schmeckt einfach nach Toffee, ja. Oh, ich muss Spartakus die Einladung zu meinem Geburtstag schicken. Was?
ihr ihm denn zu seinem Geburtstag? Psst, das ist eine Überraschung. Was ist das? Was schenkst du ihm, Meini? Wer, ich? Aha. Ja. Na ja, wisst ihr, ich hab's eigentlich schon, aber ich will's behalten. Oh, ernsthaft? Das ist ein Geburtstagsgeschenk, das kannst du nicht einfach behalten. Ja, aber er will doch jedes Jahr immer nur dasselbe geschenkt kriegen. Toffees! Hat dir jemand was von Toffees gesagt? Ich könnte schwören, dass ich was von Toffees gehört habe. Wieso werd ich denn nicht eingeladen? Nun ja, also das können wir doch nicht dulden, oder? Tarnentricks enttäuschen! Oh, wow, das ging ja schnell. Zu verpennt. Zu dekadent. Horrend. Das ist perfekt. Jetzt sollte noch ein herausragend gutes Geschenk her. Aber wenn ich sage gut, dann meine ich böse. Ich hab Post. Was ist das? Mach bei der Party, mach bei der Party, mach bei der Party mit. Bring mir Geschenke, bring mir Geschenke, bring mir Geschenke mit. Feiert alle fröhlich, feiert ab. Feiert. Richtig süß ist das. Aber was kann ich Sigi nur Schönes zu seinem Geburtstag schenken? Aha! Ein Fußball! Ein Fußball? Nein, doch nicht. Er braucht was anderes. Er braucht was wirklich Wichtiges. Ja, Baseball! Nein, vielleicht doch was ganz anderes. Wird Zeit, die Bühne aufzubauen. Wow! Tada! Hiermit eröffne ich den Happy Birthday Sigi-Tag. Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, fangen Sie nicht ohne mich an. Oh nein. Schon wieder. Schaltkreise überlastet. Stefanie, genau das haben wir befürchtet. Ja. Du musst uns helfen, bitte. Sprich mit deinem Onkel. Bitte. Ja. Du musst uns einfach helfen, okay. Bitte. Onkel? Onkel Meinhard? Tja, also, Senta darf einfach nicht ihre Rede halten. Ja. Aber das macht sie doch an ihrem Geburtstag. An meinem Geburtstag hat sie keine Rede gehalten. Genau, das ist der Punkt. Das dauert! Und dauert! Und dauert! Und dauert! Und dauert! Nun ja, gut. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, manchmal zieht sich das schon ein kleines bisschen in die Länge. Ein kleines bisschen? Was? Es ist grauen. Meinhard! Es ist schon zu sonnig heute, meinen Sie nicht auch, liebe Senta? Oh ja, ist es nicht schon Zeit für meine Rede? Ach, ich möchte die Möglichkeit auf keinen Fall verpassen, unserem Geburtstagskind ein klein wenig Sonnenschein zu bringen. Oh, ich habe zu diesem Anlass noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Fass es nicht. Wirklich nur Kleinigkeit. Das dauert nicht lange. Wo war denn der Anfang? Zuerst kommen die Geschenke. Ja. Ja, Geschenke! Hat jemand Geschenke gesagt? Ja, genau. Ja, wer möchte denn anfangen? Ich, bitte ich, mein Geschenk. Hey, du bist meins, immer als Erster. Für mich? Das ist mein Geschenk. Oh, danke, 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 danke. Ja, bitte. Meini, lass los. Herzlichen Glückwunsch. Was das wohl ist?
Schinken, ein Stückchen Toffee Toll und meine Lieblingssorte. Los, ein? Woher hast du das gewusst? Ja, woher nur? Ich hab geraten. Aha. Krieg ich die Schachtel wieder, bitte? Oh, na ja. Okay, und meine, mach mal Platz auch. Jetzt. Komm her. Ja, aber, guck mal, hier kommt ein richtig dickes Geschenk, Siggi. Da. Oh, wow. Mach's auf, komm schon, mach's auf. Was ist da drin? Tja, wieso machst du es nicht einfach ja, auf? Ja. Mach's auf. Das will ich auch das haben. War echt das war cool, Trixie. Pass auf, Geschenk in der Umlaufbahn. Ja. Oh. Siggi? Lecker, ja. Ja. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ja? Bitteschön. Oh, ein Briefumschlag. Oh, und so einen habe ich mir schon immer gewünscht. Vielen Dank. Der nächste? Siggi, du musst ihn aufmachen. Ah. Ja, mach ihn auf. Weiß ich doch. Wow, was ist da drin? ja. www.toffee.com. Ausgezeichnet, sehr gut. Du kannst dir in DSL-Geschwindigkeit JPEGs runterladen von allen Toffees, die es überhaupt gibt. Ach, wirklich? Tja, danke schön. Kann ich die auch essen? Nein, du guckst sie dir einfach an. Das heißt, ja, es sind gar nicht deine? Und jetzt? Und jetzt, Entschuldigung. Und jetzt zu meiner Rede. Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich zu meiner Rede noch 5 Minuten hinzugefügt habe? Nur für den lieben kleinen Wiggi. Was, Wiggi? Gleich nachdem ich ihm eine Kleinigkeit überreicht habe. Was? Toffees mit Toffee-Geschmack. Oh, finde ich super. Danke sehr. Bitte. Sag mal, Stefanie, hast du auch Toffees dabei? Hä? Naja, irgendwie schon. Oh. Toffee, Toffee, schmeckt dir sehr. Komm und hol dir mehr, mehr, mehr. Woo, Toffee! Woo! Ja! Das war das Toffee-Lied! Oh, Stefanie, das war so super toll. Ich habe den Geschmack von dem Toffee richtig im Mund gehabt. Vielen Dank. Und nun zu meiner Rede. Sportakus? Denk nicht, ich hätte deinen Geburtstag vergessen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein ganz spezielles Geschenk. Etwas für dein ganzes Leben. Ist es ein 200 Jahre Schmatzriegelvorrat? Nein. Ist es eine 30-Kilo-Tüte mit Schokokeksen? Nein. Ist es eine Lastwagenladung mit Fürst-Pückler-Eis? Nein. Hier, bitte sehr. Was ist das? Wo schließt man das Ding an? Das schließt man gar nicht an. Das ist eine Zahnbürste. Ja. Ja, weißt du etwa nicht, was eine Zahnbürste ist? Doch. Nein. Ha, warte mal, ich check meine Datenbank. Eine Zahnbürste ist ein handbetriebenes, tragbares, mit Borsten ausgestattetes Körperpflegemodul mit langanhaltender Wirkung. Ah ja. Ach so. Richtig. Und du verwendest es zur gründlichen Reinigung deiner Zähne. Aber in meinen Zähnen hängen ein paar von meinen Lieblingssachen. Hier. Oh, ist das ekelhaft. Hier sollte man mal das Hirn mit Seife auswaschen. Guck mal, sie sieht aus wie meine. Oh, aber was macht man damit? Hast du denn noch nie das 20-Mal-Lied gehört, Siggi? Ja, das 20-Mal-Lied. Ja, diese Zahl ist praktisch und gut. 20 Mal auf und 20 Mal ab. Die Hilfe nimmt stets, egal was man tut. 20 Mal links und 20 Mal rechts. Man benutzt sie einfach so. Zu Hause und anderswo. Es dauert auch nicht lang. Wer es probiert, dem nützt es garantiert. Ich hab's auch schon ausprobiert. Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. 20 Mal das.
probieren. Na, dann tu's doch einfach. 20 Mal, weißt du? Ja, wow, dann werd ich mal... Die große Geburtstagsfee. Wo hält man das Ding an? Du hast doch nicht gedacht, dass ich deinen Geburtstag vergesse, oder? Wer bist du denn? Du siehst ja mädchenhafter aus als sie und das vielleicht was heißen. Wer ich? Ich bin die Geburtstagsfee. Ich reise durch die Welt und gebe allen Kindern Geschenke, die Geburtstag haben. Geburtstagsfee? Du warst aber noch nie bei meinem Geburtstag. Geburtstagsfee, du schuldest mir ordentlich was. Und zwar Geschenke für 8 Jahre. Mit Zinsen, versteht sich. Meini! Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Hä? Oh, wow! Tada! Oh, oh, oh. Was ist das? Für mich? Ja? Was ist das? Das ist der... Sprachgesteuerte Elektro-Ultra-Süßomat 3000. Aha. Eine hypermoderne Maschine für automatisierte Süßigkeitenherstellung. Aha. Tja, zumindest sieht man sowas nicht jeden Tag. Hoffentlich beeilen sich die jungen Leute. Das kostet wertvolle Redezeit. Du und ausschließlich du kannst ihm sagen, was du willst und dann macht er's. Echt? Nur ich? Wow. Nur ich kann ein- und ausschalten? Nee. Toffi! Huh? Oh, hey! Hältst du das für eine gute Idee? Also, ich weiß. Das ist eine ganz tolle Idee! Ja! Der Junge soll sich doch freuen! Also dann, los, 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 los! Toffi! Vorsicht! Es ist wirklich Toffi! Haha, willst du noch mehr? Ja, Toffi! Na, wer sonst denn? Toffi! Oha! Ich sag was und dann krieg ich auch. Das Ding kann wirklich alles machen. Toffi! Was? Toffi? Will ich haben, will ich haben. Das ist mein! Ja, aber meine! Meini, geh von der Maschine weg. Sei vorsichtig. Toffi! Toffi, Toffi, Toffi! Meini! Toffi! Stopp! Oh, es klappt! Toffi, Toffi, Toffi! Volle Pulle! Wow! Toffi! Vorsicht! Toffi! Toffi, Toffi, Toffi! Ja, mach weiter, Sigi! Toffis ohne Ende! Aufpassen! Keine Angst, Geschenke, ich passe auf euch auf. Wir müssen das Ding sofort abschalten. Sigi, schalt dieses Ding aus. Mach, dass das Ding aufhört. Mach schon, spuck's aus. Halt es an. Das ist vielleicht eine verrückte Geburtstagsparty. Spartacus. Stefanie, versuch's weiter mit Sigi. Ich hol jetzt die Ausrüstung aus dem Luftschiff. Leiter! Beeil dich, Spartacus! Mach mal wieder, Spartacus! Ich muss zu der Maschine hin! Aus! Hickson, schalt es ab! Ein Geschenk, das immer weiter schenkt und schenkt und schenkt. Schalt's doch endlich ab! Ich kann nicht, nur Sigi kann es abschalten. Onkel, du musst was tun, Onkel Meinhard, sonst kannst du Lazy Town gleich umbenennen in Toffi Town. Wieso? Essen wir die nicht einfach? Wie war das gerade, bitte? Na, die Toffees, wieso essen wir die nicht einfach alle auf, hä? Mit
Reichsbürger, ich rufe den Notstand aus. Da ist um euer Leben. Na dann, guten Appetit. Ich kann nicht schnell genug essen. Mein Herr, seien Sie ein Mann. Genug von Toffee! Komm schon, ess! Hätte ich gewusst, dass die Party derartig ausartet, wäre ich doch niemals hierher gekommen! Oh nein! Ich muss mich beeilen. Oh nein, das wird eine Katastrophe. Hilfe! Ach du lieber Himmel, sind da selbst dazu. Hilfe! 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 Könnte er das Toffee damit wegputzen und das Ding stoppen? Hm? Ja, putz dir die Zähne, Siggi. Wo soll diese Zahnbürste denn sein? Wo hast du sie hingetan, Siggi? Sie muss doch hier irgendwo sein. Sie ist unter diesem ganzen Zeug. Ah, ich bin am Ende. Sie hat aufgehört. Hm? Oh, oh. Sie explodiert gleich! Spartakus, du was? Bitte! Ja, Spartakus, los! Hilfe! 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 Wo ist der? Wo ist Spartakus? Was ist, wenn er nicht zurückkommt? Er muss zurückkommen! Schließlich ist er Spartakus! Gleich explodiert sie! Hilfe! Hier, da ist sie! Hm? Spartakus, er hat sie! Fang, Siggi! Kurz um dein Leben! 20 mal hoch! Ja, und 20 mal links! Ich sehe nichts mehr! Hilfe! Weiter, weiter! Wow! Wow! Das ist das beste Geschenk überhaupt! Spartakus! Hilfe! 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 Wo ist denn die Fee? Das ist nicht die Geburtstagsfee, das ist Freddy Faulich! Na, Freddy! Oh ja! Und nun zu meiner Rede, Freunde! Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing, bang, diggi, diggi, dong, Bob-Salat, der alles heißen kann. Zack und ab, die Post, ich zeig's dir. Wir hüpfen, doink, doink, auf und ab, drehen uns um und klatschen in die Hände. Ja! Boing, boing, Kreuz und Quer, das macht's.
ging doch ganz ausgezeichnet.